So, willkommen zurück. Ich brauche ein Bild. Danke. So, erstmal hier gucken, dann Keisho. Das Rennen hat schon angefangen. Möchte ich im laufenden Rennen teilnehmen? Ja klar, natürlich. Wo soll ich hin? Da. Einfach mal hinten rein mit. Und direkt falsch. Was soll ich denn machen hier? Hä? Ach so ist das. Man muss also auf die andere, in die andere Richtung laufen, oder? Nee. Ach, bescheißen tut das Spiel. Denn bin ich ja zufrieden. Jetzt wird's aber. Na, doch nicht auf dem Springer. Du Depp. Rennteilnehmer insgesamt ist sowieso null. Von daher. Ob ich das in einer Minute schaffe, dahin wieder zurückzufahren? Ich glaube nicht. Aber wenn da gar keiner mitmacht an dem Rennen, dann ist es für mich ein leichtes, jetzt doch noch zu gewinnen. Theoretisch. Au. Wieso sind im Rochenhof plötzlich Gegner? Die haben ja nichts zu suchen. Das ist Player-Gebiet. Die sind da immer. Ja, aber die haben da nichts zu suchen. Das ist doch falsch geskriptet. Oh, Mist, ey. Ja, glaube ich auch. Gleich werde ich vom Rennen verstoßen und das heißt, ihr seid nie über die Ziellinie gekommen. Und noch 10 Sekunden. Wusste jemand von euch, dass hier oben auf diesem blöden Berg so ein fetter Gegner wartet? Ja, der fette Gegner, der auf dem Berg wartet, nennt sich Gott. Nee. Cool. Warum nicht? Marc, du hattest doch gerade die Frage, wie viele Punkte das sind, ne? Die man sammeln muss für diesen Bär-Shop. Ja. 16 Stück. Könnte ich knicken. Ach, du meinst die Ausrüstungsgegenstände? Oder meinst du die Rochen? Nee, für diesen anderen Beherrschungspunkt, wo diese magischen Punkte, diese leuchtenden Kugeln, diese weißen. Achso, ja. Marc, da gehst du am besten in die Guild Wars Wiki. Gibst bei Google das ein und dann gehst du das der Reihe nach durch, dann hast du den. So habe ich den jedenfalls auch gemacht. Hä? Fehlt dir magische Energie? Verzeihung, mein Herr. Ich war abgelenkt. Piu. Gut. Ich habe Energie eingesammelt. Bringt bestimmt was. Apropos bringt was. Ich muss so langsam anfangen, das Zeug wegzunaschen, was ich in der Inventar drin habe. Ja, zurück. Ha. Ha. Event erfolgreich, ohne dass ich daran teilgenommen habe. Sehr schön. Gestorbene Penner. Dismount. Ein verrückter Doppelgänger geht jetzt auf Jazzmite los. Wo? Ja, das ist dieses Event, wo ein Spieler. Naja, man weiß aber nicht wo. Ist jetzt auch egal. Ich suche eine verschollene Stadt namens Keisho. Was wisst ihr darüber? Keisho? Ist einige Zeit her, seit mich das letzte Mal jemand nach Keisho gefragt hat. Wie kommt ihr denn auf diesen Namen? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur mit dem Amboss gesprochen. Was könnt ihr mir darüber erzählen? Ihr seid anders als die anderen. Vielleicht seid ihr hinter etwas anderem her als Reichtum und Ruhm. Tja. Falls Keisho tatsächlich existiert, findet ihr es nordwestlich von hier. Die Wüste hat es sich geholt. Wenn ihr in diese Richtung geht, solltet ihr euren Schweberochen mitnehmen. Sonst wird sich die Wüste auch euch holen. Nimm mal mit. Genau. Kannst du das bitte wiederholen, was du gerade gesagt hast? Nimm mal mit. Nee, das davor. Ich musste leider. Ich habe gesagt, ich bin hier in der Gildenhalle, weil ich dachte, scheiße, deine Ausrüstung ist kaputt. Muss mal eben zum Amboss hin.
Und dann habe ich mit dem Amboss gesprochen und habe dafür einen Erfolg gekriegt und einen Stab. Und ich weiß nicht, warum. Okay. So war nicht der Amboss. Warte, Marius ist wieder da. Du kannst ja auch wieder reden. Er hat die ganze Zeit geredet. Ja, nee. Aber du warst gemutet. Genau. Was? Du warst die ganze Zeit stumm und taub. Wir konnten nicht. Nein, ich habe die ganze Zeit geredet, aber weil ich euch nicht stören wollte, habe ich nicht mit euch geredet. Telefoniert. Ach so. Ach so. Ja, gut, das erklärt alles, warum du nicht auf meinen Spruch, selbst auf meinen Flüsternachricht im Chat reagiert hast. Jetzt wird er sagen, ich habe gar nichts gelesen. Ja, habe ich auch nicht. Ich habe dich auch angeflüstert, also. Wo sieht man sowas denn? Müsste da nicht ein eigenes Fenster aufgehen? Ja, unten links im Chat. Du hast wahrscheinlich den Haken deaktiviert. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kisho. Die Geschmiedeten haben uns... Kisho? Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Was ist nur aus dem Abenteurer geworden, den wir letztes Jahr trafen? Hat er nicht nach irgendeiner verlorenen Stadt gesucht? Oh ja, stimmt. So war es. Er schwor Stein und Beine, er habe eine legendäre, verschollene Stadt gefunden. Er bat uns mitzukommen und versprach uns einen Anteil am Schatz. Was ist aus ihm geworden? Wo ist er hin? Seht ihr die Spalte da im Norden? Er wagte sich in die Höhlen darunter. Und seither haben wir ihn nicht wiedergesehen. Ist jemand mit ihm gegangen? Bei all den Gebrandmarkten in dem Gebiet? So dumm sind wir wohl kaum. Schade, dass der Abenteurer es wohl war. Komm. Top. Schiete dich darauf. Du schaffst das. Hey, was? Alter. Findet die Spalte, die zum Eingang nach Kesho führt. Hier ist keine Spalte. Ach da. Ach das Scheißding. Genau das. Das ist, da bin ich auch beim Offscreen-Suchen mal durchgelaufen, um einen Punkt zu finden, den ich nicht gefunden habe. Nee, das war beim letzten Mal nach dem Stream, wo ich dir gesagt habe, dass da eine Spalte ist. Und wieso, da ist keine Spalte. Statuen von Vergessenen. Ich würde da nicht rein, dann schade es nicht. Könnte ich noch abbremsen. Das war auch knapp. Ich werde da fast runtergerutscht. Ich meine, die startet dann auch automatisch, wenn man da reinspringt. Achso, das heißt, die anderen haben überhaupt keine Chance und werden mit reingezwungen. Nee, das nicht. Die können wohl, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so wie sonst, was man sich da einfach vorstellen kann. Gut, dann würde ich sagen, dann pausieren wir kurz, ne? Und warten, bis die anderen da sind. Ja. Und weiter geht's. Ich dachte, ihr werdet fertig. Na toll, also dauert es doch noch länger. Sag ich ja. Das Rennen endet in... Bin ich jetzt nicht... Oh! Er hat doch losgesagt. Was ist das für ein Scheißrennen? Oh, jetzt habe ich echt Zeit verloren. Ist ja unglaublich, ey. Ich renn los, ne, auf null. Und das Rennen hat mich einfach... Hat die Teilnahme abgebrochen. Unglaublich. Nur, oh, das wird leicht. Ist ja keine Dach. So. Ja, ich weiß. Eigentlich standen wir auch gerade woanders. Jetzt quetsche ich dieses Video hier noch da rein. Aber ich wollte das Rennen jetzt einfach mal zeigen. War nämlich seit über einer Stunde, bis es weitergeht.
Und eins steht fest, das machen wir beim nächsten Mal ganz anders. Oh, krieg richtig Schaden. Oh, links. Ja, yeah, das ist das Ziel. Nur ein kurzes Rennen. Bäm! Ich hab gewonnen. Du wurdest sogar eingeblendet. Schön, hat jeder gesehen. Ja, schön. Ja, dauert jetzt noch ein bisschen. Ja, mal gucken, was ich krieg. Ja. Genau so wird's laufen. Wie viel muss Mario denn noch? Eine ganze Menge, so wie es ausschaut. Eine Sehenswürdigkeit. Nee, ein Aussichtspunkt und drei Sehenswürdigkeiten. Brauchst aber ganz schön lange dafür. Ich mache erst noch den Punkt hier, den Herrscherpunkt. Wenn er mich über die ganze Karte schickt, dann habe ich die Hoffnung, dass ich dadurch die anderen auch noch kriege. Meinst du den mit dem Ausrüstung oder wie? Was? Meinst du die, wo man die Zeug sammeln soll? Was für ein Zeug dann? Na, hat sich erledigt. Dann weißt du nicht, wovon ich rede. Ja, wie? Oh Mist, der kann nicht hoch genug springen. Was für ein Sack. Dup, dup, dup. Nein! Ich hab immer den Punkt erwischt. Grauen hat sich schon zum Sterben hingelegt. Es ist immer schön, wenn die Leute am Schaden sterben, wenn man schon tot ist. Wie kommt man da hin? Durch das Event bin ich reingekommen. Event, das ist dann ja nicht so gut. Das Meta-Event von der Karte müsste das, glaube ich, gewesen sein. Nee, da kannst du, der fehlte mir auch noch. Ich dachte, den kriegt man so nicht. Geh mal da, wo dieses Lager ist, vom Westen, an diese lila Wand ran. Ah, okay. Wenn du ganz dicht an der Wand dran bist, kriegst du es doch. Das ist so eine Empore, wo so ein Geist auch steht, so ein Steindinger. Guck ich mal. Da einfach ganz nah dran.
wie schön die beiden Minis auch nebeneinander stehen, ne? Ohne dass ich was dafür getan habe. Stehen einfach direkt nebeneinander. Hast du bekommen? Jo. Das hat gut funktioniert, ja. Ich lasse die Aufnahme jetzt einfach so weiterlaufen. Ich glaube, die Folge hat jetzt genug Inhalt. Edgrauen, um die Wartezeit zu verkürzen, könntest du ja vielleicht das mit der Statue zeigen. Das hättest du früher sagen können. Ah, stimmt. Dann hätten wir das schön lückenfüllt einsetzen können, anstatt eine Stunde zu warten. Wir warten eine Stunde. Ach, dann kannst du wieder Folgen machen mit Es passiert nichts. Naja, das ist ja die eine Folge hier. Ja, es heißen ja auch, glaube ich, schon Folgen, es passiert nichts oder so, ne? Komischerweise sind solche Titel oder solche Folgen mit den Titeln immer die, die am meisten Zuschauer haben nachher, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil einfach nur random Gespräche kommen oder so. Vor allem, da passiert noch nicht mal viel Videomaterial. Wir stehen eigentlich die ganze wir stehen in dieser Scheißhöhle schon eine Stunde rum. Ein Toastbrot musste schon leiden. Während ich hier gestanden habe. Wie gesagt, da bist du selber schuld, wenn du offscreen vorspielst. Ja. Ja, was kann ich dafür? Ich kann doch nichts dafür, dass das Spiel Spaß macht. Hallo? Nee, aber sich dann zu beschweren, dass die anderen eben, die nicht vorspielen, ja, aber ich beschwere mich gerne bei dir. Ich weiß, dass du das offen hässlich aufnimmst. Komm, du bist einfach weg. Ich finde das lustig, dass du jetzt mal das aus unserer Sicht erlebst. Letzte Woche bin ich fast eingeschlafen. Ich berechne schon mal die nächste Instanz. Du berechnest das, genau. Warte mal, ich helfe dir dabei. Nee, nicht das. Die Erhabenen haben viel mehr Gedankenkraft als alles andere. Mit der göttlichen Macht wirst du helfen. Warte mal, da habe ich auch noch. Ich habe einen passenden Mini dafür. Warte mal eben. Oh mein Gott. So. Ja, passender Mini. Ach, das ist mein Bruder. Die sehen so ein bisschen aus wie aus einer Mischung aus Dominions und Portal. Ah. Ja. Oh, ein paar Minis habe ich mir übrigens geholt, weil ich die ganzen Hätzchen hinterher gerannt bin. Wegen Erfahrungen, wegen Erfolgen. Und um die Dinger auch zu sammeln. Das hat mich einiges an Handelsverträge gekostet. Ging von den 1000 sogar runter auf 999. Aber nicht runter. Oh Leute. Ich glaube, wenn wir beim nächsten Stream oder bei der nächsten Aufnahme so lange brauchen, um in dieses Loch zu springen, da werden wir Mensch ärgere dich nicht spielen. Da seid ihr alle dabei. Hallo, guten Appetit. Oh, das war so knapp. Mario, hier musst du lang. Immer schön hier runter. Das gibt's doch nicht. Ach, er versucht hier dieses Panorama zu kriegen.
Ich weiß nicht, was ihr habt. Das Panorama wäre am leichtesten gewesen, hättest du Spring 3 gehabt. Du hast doch Spring 3. Wieso nutzt du das nicht? Man kann einfach da hochspringen. Du kannst von dem Plateau, von dort, wo du jetzt stehst, genau, auf die einen Säule springen. Dann mit Spring 3, da hast du besser Kontrolle. Dann auf die zweite kaputte Säule und dann mit Spring 3 auf die andere. Das muss zwar ein bisschen timen, aber das schaffst du eigentlich. Das habe ich gefirst-tried. Okay. Oder was auch geht, ich bin auf dieses Tor gesprungen und von dem Tor dann auf die Säule. Ah, okay. Stirbt endlich. Ja, stimmt. Marc, Grauen. Oder Christian. Sollen wir mal die Statuen besichtigen? Kann man machen. Machen wir mal Sightseeing. Ich weiß nur noch irgendwie genau. Also das hatte zumindest gerade Blume gesagt, dass das irgendwie hinterm Wasserfall ist. Gucken wir doch mal. Jo. Ach, da unten, ja, diese Dinge. Das sagte sie, glaube ich, schon letzte Folge. Ja, genau. Warte, ich weiß noch, ich finde die Dings noch besser. Die olle Truhe. Ah, ne, die habe ich gerade nicht. Gleich werden wir total versagen. Weil uns irgendwelche. Wir werden getötet durch irgendwelche Raptoren, weil wir uns nicht wehren können. Oh. Klar, ja, mein Angriff ist rechnen. Ich habe nicht mal einen Angriff. Oh, dann bleibe ich stehen. Ich hab gar nichts. Und jetzt werden wir voll versagen. Ja, das muss ich tatsächlich schon. Ach, du bist so langsam, ich tuffel hinter dir her. Stimmt, ich bin echt voll lahm. Aber wir müssen ja Zeit kaputt kriegen. Ja, allerdings brauchen wir, glaube ich, nicht so viel Zeit, weil irgendwann will Marc vielleicht auch noch hinterher, oder? Ich verrecke hier gerade voll an Gift. Ja, ich glaube, du fängst gerade alles ab, weil ich kriege keinen Schaden. Ja, ein Tuffel ist auch eine größere Bedrohung als alles andere. Bei mir denken die hier, so eine Metalldose, die macht eh nichts. Werden wir zerquetschen. Was sagte Thanos zu Spider-Man? Insekt. Jetzt kann es gefährlich werden, da sind Iboga, die sind scheiße. Ja, das sieht man schon. Die haben dich ja schön von rechts nach links gezogen, mehr konnten sie aber auch nicht schaffen. Willst du weiterlaufen oder soll ich... Ja, warte, ich komme ja jetzt wegen Kampf gerade nicht auf den Mount. Jo. Aber hier ist schon mal Wasserfall, also von daher ist er ja hier schon gestartet, ich weiß nicht gar nicht. Ich bin auch gedismounted jetzt. Ich komme auch nicht mehr auf den Rochen. Mal gucken, was hier so dahinter ist. Ob da was überhaupt hinter ist. Nö, da ist nichts drunter. Ne, da war nichts. Aber ich meine schon, dass hier irgendwo eine Höhle hinter dem Wasserfall war oder so, oder nicht? Ja, hier. Oh, Vorsicht, da sind Fleischfresser drin. Sie kommen jetzt raus. Mehr oder weniger. Hä, können die unter Wasser atmen? Ach, ne, das sind Fische. Da drin sind wir aber richtig anscheinend. Ne, das ist eine Wand. Du bist gerade voll gegen eine Wand geflogen, das sah lustig aus. Ja, war ich auch, aber. Ach, da. Ne, warte mal, wo ist hier die?
Wo war die Höhle? Jetzt Vollgas. Sind jetzt keine Statue, oder? Nö, aber hier sind trotzdem Gegner. Das war's. Ne, ist tatsächlich nichts. Ja, sind wir hier falsch. Nächster bitte. Hier ist auch noch ein Eingang. Au! Wow. Ist eine Stunde her, dass ich Action hatte. Hallo, warum stoppt das Spiel gerade? Wir haben antiken Knochen gekriegt und was sagt sie? Oh, prächtig. Tja, da steht sie da drauf. Ah, scheint so. Sehr alte Knochen. Boah. Ich hab Motion Sickness gekriegt, weil man die Kamera so komisch gewackelt hatte. Bei mir war alles total langsam. Ich hab gedacht, das stürzt gleich ab, so ungefähr. Würde mich nicht wundern, dass es mal abstürzt. Alter, die Kamera wackelt ab und zu rum, ey. Da kriegst du ja voll schlechte. Hier ist auch noch eine Höhle, wo ich gerade bin. Aber ich weiß nicht, ob die in der Höhle drin ist oder ob die so irgendwo steht. Keine Ahnung. Ja, gut, dann gucke ich mal hier rein. Mensch, Schweigmann wartet ja ewig auf dich. Das ist unglaublich. Ja, das musst du gerade sagen. Zeit, echten Schatten anzurichten. Sollten wir mal nicht, ist es nicht mal Zeit, echten Borderlands wieder zu zocken? Grau, du musst mal. Nicht immer krank? Grau, du musst. Ja, stimmt. Grau, du musst mal herkommen, ich sterb hier. Ach, du bist bei dem Djinn da drin? Ach, das ist ein Djinn, ja. Kein Wunder, ich sterb. Aber ich habe das große. Ich bin tot. Aber ich habe das große Gefühl, dass wir hier endlich mal den ersten Tod haben und dass hier auch die Statue ist, die wir brauchen. Okay. Danke fürs Zusehen.